Hallo zusammen und willkommen in der freien Natur. Heute im Speziellen draußen, da dieser Kanal ja nicht nur um technische Gegenstände und Gadgets geht, sondern vor allem auch um solche, die beim Camping nützlich und behilflich sein können und ums Campen selbst dann. Wir haben immer noch Winter in der Schweiz. Wie ihr seht, ist es aber schön angenehm und heute bin ich mit meinem Schatz unterwegs, der diese Kamera hält. Am besten, ich zeige sie euch mal. Hallo mein Schatz. Und heute möchte ich euch ein Solarpanel von GoZero natürlich wieder vorstellen. Warum GoZero? Ich habe mir zuerst die Sherpa 100 gekauft und war von der Verarbeitungsqualität, von den Möglichkeiten so begeistert, dass ich dann später die Yeti 1000 mir gekauft hatte, weil die Kapazität von der Sherpa 100 für größere Geräte und für längere Zeit einfach nicht ausreichend ist. Und ja, jetzt sind wir da mit einem Solarpanel, dem Nomad 100. Wie der Name schon andeutet, hat dieses Solarpanel eine Leistung von 100 Watt. Und es sieht relativ groß aus, aus unserem selbst gebastelten Gestell. Doch wenn ich es mal schnell zusammenfalte, dann seht ihr nämlich, dass es recht kompakt ist, wenn man es mitnehmen möchte. Das Gute ist auch, das Gewicht hält sich auch im Rahmen. Es wiegt nämlich 4,6 Kilogramm. Und ist 51 auf 40 cm groß, also kann man wirklich gut mitnehmen. Hier hinten gibt es Stauraum für die Kabel. Das Kabel, das dabei ist, ist etwa 1,5 Meter lang, hat den 8 mm Anschluss von GoZero. Das heißt, dieses Panel arbeitet in einem Bereich von 14 bis 22 Volt. Und wenn ich es jetzt nochmal aufmache, hier aufstelle, dann wird es 1,51 Meter lang. Das Praktische dabei ist, es hat überall so Laschen, an denen man es befestigen kann, zum Beispiel am Auto, wie hier an der Windschutzscheibe. Doch ein Nachteil dieses Panels ist ganz klar, es gibt keine Füße, die man zum Stützen verwenden könnte. Es gibt Panels, die haben hier einen Stützfuß, kann man aufklappen, abstützen, fertig. Hier haben wir uns jetzt diese Lösung hier gebastelt. Ja, dauerte ein paar Stunden. Das Ganze halt ausgemessen, verschraubt. Und ja, so können wir das Panel optimal in die Sonne stellen, wenn wir genug Platz haben. Und wenn nicht, dann eben hinter die Windschutzscheibe oder auf die Windschutzscheibe. Dann aber auch, die Idee ist zumindest hinter die Windschutzscheibe. Ob es damit gut funktioniert oder nicht, werde ich in einem anderen Video mal zeigen, wenn unser Citroen Space Tourer mal kommt. Denn bestellt ist er, gekommen noch nicht. Ist aber auch okay, den brauchen wir im Moment auch noch nicht. Und ja, aufhängen kann man es gut. Es gibt auch entsprechende magnetische Halterungen, die zwar nicht explizit für diese GoZero Nomad 100 gemacht wurden, aber die passen gut. Was kann nun die Nomad 100? Nun natürlich Akkus laden. Dafür habe ich die bereits bekannten zwei Geräte von mir mitgebracht. Die GoZero Sherpa 100 und die GoZero Yeti 1000 Lithium. Zu beiden findet ihr die Links zu den Reviews hier oben. Und nun möchten wir mal das Solarpanel, die Nomad 100, anschließen und schauen, was passiert. So, wie ihr seht, hat sich die Sherpa gleich mal eingeschaltet, wobei nicht richtig, das ist so der Standby-Modus, wo wir die Eingangsleistung und die aktuelle Ladekapazität sehen. Wenn ich sie einschalte, dann sehen wir auch noch zusätzlich die noch nötige Ladezeit bis zur vollständigen Ladung. Die Ladeleistung geht nun langsam hoch. Wir machen hier einen kurzen Schnitt.
So, wie ihr seht, beträgt die Ladeleistung nun 58 Watt. Das Interessante ist, dass GoZero selbst die maximale Ladeleistung durch ein Solarpanel mit 50 Watt angibt. Aber wie ihr seht, laden wir aktuell mit 58 Watt. Und dann geht es nur noch 0,1, also rund 6 Minuten, bis die Sherpa 100 vollständig geladen sein wird. Nun stecken wir mal das Nomad 100 am Standardeingang der Yeti 1000. Und wie wir sehen, jawohl, das Licht ist an. Die Ladeleistung geht hier relativ schnell hoch. Ich kann mit dem Infoknopf hin und her schalten zwischen der Ladekapazität aktuell, 83%, und der noch notwendigen Ladedauer. Und wir sehen aktuell eine Ladeleistung von 53 Watt. Nun schließen wir das Panel mal am MPPT-Regler an. Der eine Effizienzsteigerung von rund 10% bringen soll. Und wie ihr seht, dauert es einen Moment, bis die Yeti 1000 den Ladestrom wirklich aufnimmt. Es dauert einen Moment, bis diese LED hier leuchtet. Dann weiß man, dass geladen wird. Das ist nun der Fall und wie ihr seht, sind wir schon bei 62, 63 Watt Ladeleistung. Entsprechend geht es auch wieder schneller. Wie ihr seht, bringt der MPPT-Regler doch noch einiges an Effizienz und Ladeleistung. Zu diesem werde ich ein separates Video erstellen, wo ich euch dann genauer zeige, wie die Unterschiede aussehen, vor allem bei schlechtem Wetter. Denn das Besondere ist, dass der eingebaute PWD-Regler bei schlechtem Wetter, bei sehr schlechtem Wetter, zum Beispiel nur 0 Watt Ladeleistung bringt. Der MPPT-Regler dann jedoch immer noch zwischen 2 und 10 Watt rausholen kann aus dem Nomad 100. Doch dann, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt mehr. So, das war's bereits zum heutigen Review von dem Nomad 100 Solarpanel von GoZero. Würde ich es weiterempfehlen? Jein, denn zum einen bin ich von der Verarbeitungsqualität, es ist übrigens auch wasserdicht, sehr überzeugt. Es ist sehr leicht, mobil und trotzdem bringt es 100 Watt. Bei gutem Watt habe ich 75 Watt Ladeleistung gesehen, was sehr gut ist für ein Solarpanel. Jedoch ist der Preis auch sehr hoch. Diesen werde ich hier einblenden. Wenn man nicht so ein mobiles Solarpanel braucht, würde ich eventuell das GoZero Boulder 100 empfehlen, das ich euch im nächsten Video zeigen werde. Und soweit, bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen und willkommen zu meinem nächsten Blablabla. Nochmal. Hallo zusammen.